Hier ist euer zweites Team in Wien for Weekday mit niemand anderem als S.Grovi. Kennen wahrscheinlich einige von euch von TikTok und wir haben heute eine Challenge, denn wir haben beide 5 Minuten Zeit für den jeweils anderen einen Outfit rauszusuchen. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum rum, sondern gehen direkt in den Store rein und dann gucken wir mal, wer am Ende das bessere Outfit kriegt. Und 5 Minuten, let's go. Ich habe so lange kein YouTube-Video mehr gedreht, das ist ein Wahnsinn. Okay, ich bräuchte irgendein Hemd. Keine Ahnung, ich brauche zuerst ein Hemd. Zuerst ein Hemd. Ich laufe gerade so vom Hemd rum. Das wäre das perfekte Hemdfilm. Ich brauche ein gutes Sommerhemd. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ich hole mal die Cargo. Meine Strategie? Ja. Ich habe keine. Das sind immer die besten Ausschüsse. Aber das ist genau dieselbe, safe, gell? Ha, und bloß ein M. Sicher, die fittet schon ultra baggy. Boah, letzte Hose ein M. Ich glaube, ich habe ein Hemd dazu. Nein, ein Cargo kann ich nicht mit einem Hemd machen. Eigentlich komplett lost. Ich fühle mich gerade so verwirrt. Wirklich, Jungs. Wie hast du es in 2 Minuten geschafft? Wie lange dauert es noch? 2:30, ja? Jungs, ich bin gerade überfordert. Ich bin wirklich maßlos überfordert. Mein Outfit zusammenstellen. Ich merke das für mich gerade, als wäre ich der erste Mensch, der so ein Outfit zusammenstellt. Ja komm, die Zeit läuft. Du hast bisher nur einen Teil. Bro, ich weiß es nicht. Weil ich hätte mir am Anfang gern, so ein Hemd gewünscht, aber es kann voll nach hinten losgehen. Da musst du entweder das Hemd oder die Hose switchen. Ja, ich muss beides. Aber ich will keine Tipps geben, ja? Ich muss beides switchen, ich weiß es. Also ich muss, steh's dir mal weg. Ich gehe jetzt mit dem Hemd einfach. Passt. Dann nehmen wir hinten das Tanktop. Es gibt nur XL. Perfekt. Sorry for that. Ich nehme mal die als kurzes Ersatz. Boah. Wie lange habe ich noch? Scheiße. Ich glaube, das wird nichts. Jungs, ich bin extrem verwirrt. Wie lange habe ich noch? Nimm das Handy, dann wirkt so, als hättest du die Zeit 26 Sekunden. Ja, 22, 21, 20, 19, 18. Herr Brau, ich bin verwirrt, ich bin lost. 10 Sekunden noch. Ja, ich nehme die einfach, auch wenn ich sie kriege. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Fertig. Ich finde es nicht so schlecht. 5 Minuten. Let's go. Let's okay. Go. Wo fange ich an? Was ist das hier? Alien? Nee. Ja, okay. Ich glaube, ich muss sagen, wir nach halben Abteilung geguckt, weil hier hängen echt nur welche Sachen. Ach, vielleicht die Tanktops. Ich war viel zu lange hier. Ja. Ist hier irgendwas Nices? Guck mal, was sind das für Prints schon? Interessant. Ja. Boah, ich sind gerade. Was ist das für mich? Ich sag nichts. Kann ich die auch eigentlich versuchen, so manipulieren und so? Einfach manipulieren, so boah. Okay. Ja, noch Hose. Was macht man mit der Hose? Was macht man? Ich würde jetzt drüber eine kurze Hose ziehen. Genau. Guter Mythosladen. Das funktioniert immer gut. Ich habe auch überlegt, dir den zu geben. Da muss noch was drunter sein. Da muss noch irgendwas, braucht man da noch drunter. Nee, das kommt alles raus. Und das passt da auch. Tschüss mit. Okay, guck mal, 2 Minuten 50 noch. Ich hab schon fast das Outfit ready. Ja, du bist halt schneller. Ja. Entschlossener. Profi bin ich, Profi. Ach, guck mal, hier wären sogar noch Unterhemden gewesen. Welche ein M? Mhm. Kann ich das schon noch switchen, oder? Ja, Details können wir noch switchen. Das ist noch im Regelwerk zugelassen. Da hinten ist nur Jeansabteilung, da muss ich jetzt nicht hin. Vielleicht noch so eine Bag? Boah, nee, zu viel. Ich brauche eine braune Bag oder sowas. Haben die was Braunes? Braun? Nein. Eine Brille mit braunen Gläsern. Yes. So, passt das? Ja, komm. Das ist 2 Minuten noch. 2 Minuten. Du bist echt noch komplette 2 Minuten. So, darf ich nochmal alles über Bord werfen und komplett von vorne anfangen? Das wäre witzig. Aber nee, weil dieses Hemd da oben hier, guck dir das mal an. Da sehe ich dich drin. Also ich sehe mich da gar nicht drin. Das ist wahr, es gibt es hier doch noch, oder? Ich will jetzt einfach. Eine Badehose noch drüber ziehen, ja, ne? Die Hose. Ja. Wo sind denn hier noch Taschen? Nee, ich brauche eine braune. Warum haben die keine braune Tasche? Weekday, was ist los? Was soll das? Sollt ihr hier keine braune Tasche haben? Ab 10 Dortmund in Weekday?
Nee, ich glaube, man ist nicht so fancy wie ihn. Ich weiß nicht noch, was ich noch bei dem Outfit dazu gucken will. Wo sind denn hier noch Taschen? Hast du noch 30 Sekunden? Bin ready. Ready? Yes. Ja, passt. 30 Sekunden hattest du noch Zeit gehabt. Dann Abgabe läuft. Ich hole mein Outfit. Let's go, Fisch. Ja, let's go. Sollen wir rauskommen? Ja? Yes. Und zeig mal her. Ich würde sagen, das Hemd gefällt mir nicht so. Ja. Sonst würde ich es nice finden, ehrlich gesagt. Und die Tasche. Ich hätte sogar das Hemd unter das Ding angezogen. Unter? Und dann den Kragen so raus und die Ärmel. Soll ich switchen? Ja, switch hättest du das so vorgestellt? Ja, ich will einmal gucken, wie das aussieht. Also das ist das Outfit, was Stefan hier ausgesucht hat. Ich habe natürlich alle Produkte, die wir hier ausgesucht haben, unten in der Beschreibung verlinkt. Falls ihr irgendwas nice findet und das nachshoppen wollt, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice das Outfit. Hemd-Hosen-Kombi finde ich mit der Bag sogar auch ganz nice. Unterhemd auch sehr, sehr entspannt für den Sommer. Kann ich jedem nur empfehlen. Kauft euch auf jeden Fall Unterhemden. Die von Weekday sind auch echt dünn. Also perfekt eigentlich für den Sommer. Plus die haben auch so einen weiten Kragen, damit die Ketten natürlich auch maximal gut zur Geltung kommen. Und ja, die Pants sehr nice, sehr comfy. Einfach schwarze, weite Pants auf Air Force. Sehr, sehr cleanes Outfit, muss ich sagen. Sehr gute Wahl. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Let's go. Dann. Besser, oder? Ich muss sagen. Ich finde, also, ich weiß nicht, ob ich das Hemd unten noch rausgucken lassen würde. Ja, das weiß ich auch nicht. Da bin ich mir nicht so sicher, aber so. Ich ehrlich persönlich würde sogar nur ohne Hemd viel nicer finden. Ja, das stimmt schon. Aber dann also, hast du hier nochmal so einen extra Farbton, weißt du? Jetzt hast du so einen Erdtöner und dann diese Bag. Ich finde auch dieses Muster vom Cardigan, vom Pullunder. Pullunder. Ja, und dann dieser Bag, finde ich auch eine wilde, wilde Kombi. Und die Hemde halt wegen dem Hemd, ne? Da wird die da nochmal eine Braunton haben. Das stimmt. Das ist schon nice. Also Leute, welches Fit ist besser? Aber ich muss sagen, ich habe mir ehrlich gesagt, ich habe es mir einfacher gemacht. Ja, guck mal. Also du hast dich schon mehr gewagt, das muss man schon sagen. Ja. Weil ich bin eigentlich mit so einem Klassiker Schwimmen gegangen, damit ich nicht verlieren kann. Aus Feierfetten. Ich glaube, Feierfetten einfach. Also, weil das ist schon gewagt. Ne? Aber schreibt es in die Kommentare, welches Outfit ihr nicer findet. War auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja, was hast du mein Fit? Hast du noch nicht so? Wirklich nicht schlecht. Aber das Hemd, muss ich sagen, ist echt Baba. Ich würde sagen, okay, man hätte die Schultern ein bisschen weiter hochmachen können. Das stört mich ein bisschen. Aber ansonsten Hose und Hemd und Hemd. Finde ich Baba von Weekday. Kommt so echt richtig böse. Schön dünn. Luft. Ja. Also für so einen warmen Tag wie heute echt perfekt. Ich glaube, die Trackpants wären jetzt nicht optimal für den Sommer, oder? Ja, oder doch? Ein bisschen warm, glaube ich. Ich glaube, die klebt ein bisschen an den Beinen. Ja. Damit jetzt lange. Aber find sie jetzt nice aus. Aber schon sehr, sehr nices Ding. Nein, da habe ich gesagt, ich finde sie geil. Ach so, okay. Ey, ich war komplett aus dem Leben geschossen bei diesem Podcast. Und ich saß neben dir. Ich hatte fünfmal mindestens nur so einen Moment, wo ich dachte so, ey Bruder, ich brauche kurz Pause, ich muss einmal kurz. Also Friends, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr noch mehr so Challenges sehen wollt, schreibt das gerne mal in die Kommentare und checkt gerne auch Stefan ab bei TikTok. Und wo bist du noch so unterwegs? Eigentlich nur TikTok und Instagram. TikTok und Instagram, dann gerne auschecken. Link natürlich unten in der Beschreibung und natürlich alle Pieces, die wir hier gerade tragen, auch unten in der Beschreibung verlinkt. Deswegen, wenn ihr da schon was nice findet, dann checkt das gerne aus. Sein Outfit finde ich auf jeden Fall 10 von 10. Schreibt doch in die Kommentare, welches besser war und wie es raten würdest, die Outfits. Genau. So viel dazu und dann bis zum nächsten Video. Peace.